Mit drei Themen beschäftigen wir uns in der letzten Zeit. Thema Nummer eins, das ist der Niederschlag. Thema Nummer zwei, das ist der Wind. Und Thema Nummer drei, das ist der Winter. Und nachdem es heute beispielsweise in den Alpen eher schon frühlingshaftes Flair wieder gegeben hat, kann man nur sagen, der Schein des Frühlings trügt. Wir haben ja auch gerade erst mal Ende Dezember. Und ein anderes, eher dramatisches Ereignis ist der viele Regen bzw. Schnee, der gefallen war, noch kurz vor Weihnachten und jetzt getaut ist. Die Schneeschmelze zusammen mit diesen vielen Regenfällen haben in Deutschland verbreitet jetzt für Hochwasser gesorgt. Es rollt eine Hochwasserwelle nach der anderen durch Deutschland. Besonders betroffen sind die Mitte und der Norden. Und in Windehausen im Norden Thüringens, in der Nähe von Nordhausen, wurde auch Katastrophenalarm ausgelöst. Hier steht der ganze Ort unter Wasser. Die Menschen müssen evakuiert werden. Zumindest wird jetzt bald der Regen aufhören. Und wir schauen mal ganz kurz, wie es weitergeht. Grüße Sie und grüße euch. Der Blick nach Nordhausen hier an die Zorge, das ist der Fluss, der hier durchfließt, ist eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner, beschaulicher Fluss. Und das ist das, was wir die letzte Zeit hatten, die letzten Tage hatten. Es geht momentan ein bisschen runter. Nach den Prognosen wird es aber nochmal raufgehen auf Meldestufe 3 und dann nachhaltig nach unten gehen. Was dann noch passieren wird in Sachen Regen, das ist das, was momentan fällt bis 1 Uhr heute Nacht. Da haben wir im Norden Thüringens etwa so um die 5 Liter, im Nordwesten Deutschlands bis zu 10 Liter innerhalb von 6 Stunden. Und auch hier stehen ja ganze Landstriche unter Wasser. Wenn man das von oben sehen würde, das ist wie so ein großer Spiegel. Und auch die ganzen Erdreiche sind total aufgeweicht und geschwemmt. Das Wasser fließt teilweise in den Wohnungen und Häusern rein. Der Grundwasserspiegel ist so hoch, das läuft dann über die Kellerfenster rein. Wenn das passiert, niemals in den Keller bitte gehen. Dann in der Nacht bis morgen früh folgen nochmal im Nordwesten etwa 5 bis 10 Liter auf den Quadratmeter, auch im äußersten Norden. Hier im Norden Thüringens soll da nicht mehr ganz so viel runterkommen. Und dann ist erstmal Schluss mit ergiebigen Niederschlägen. Die nächsten ergiebigen Niederschläge sollen nach dem Stand der Dinge derzeit an Silvester kommen mit großer Nässe. Und zwar hier mit diesem Tief, das Schnee und Regen bringen wird und auch jede Menge Wind. Das zieht aber schnell durch, ist nicht hochwasserrelevant. Die Niederschläge, die bis einschließlich zur Neujahrsnacht, also bis an Neujahr 6 Uhr UTC und 7 Uhr unserer Zeit runterkommen sollen, die sind statistisch noch für das Jahr 2023 dann. Das sind in NRW, in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und im Süden Bayerns und Baden-Württembergs 20 bis über 30 Liter auf den Quadratmeter. Deutlich weniger als das, was bisher runtergekommen ist. Und das kommt ja dann auch noch über ein paar Tage verteilt und ist nicht mehr hochwasserrelevant. Das Wasser wird langsam abfließen. Das sollte es auch, denn irgendwann kommt ja mal wieder der Frost. Bis zum 4. Januar haben wir dann im Norden noch ein bisschen was obendrauf, aber nicht mehr viel. Und wenn wir das nochmal erweitern um 6 Tage bis zum 10. Januar, dann soll wieder einiges mehr runterkommen. Allerdings gleichmäßig verteilt. Auch das ist nicht hochwasserrelevant. Der Vorlauf, der sogenannte Sechserlauf von heute Mittag, hat deutlich weniger Niederschläge gebracht. Der war sehr stark hochdruckdominiert. Und der Lauf davor, von heute früh, hat wieder diese Niederschlagssummen gebracht, die sich auch ganz gut einbetten in die Ensembles. Aber das, was da runterkommen soll, wäre rein theoretisch dann in der Mitte und vor allen Dingen im Süden Deutschlands Schnee. Und im Alpenraum. Das heißt, von den ganzen Oberläufen käme nichts runter. Und mit dem Schnee wird auch eine ganz andere Witterungslage kommen, die dann wieder deutlich kälter wäre. Und bis dahin sollte das Wasser natürlich aus den ganzen Siedlungen draußen sein, wenn es dann wieder friert. Ein weiteres Thema, bevor wir zur Kälte kommen, ist der Wind. Der wird jetzt ein bisschen nachlassen und dann am Freitag wieder loslegen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag folgt im Nordwesten ein neues Starkwindfeld mit Windspitzen von 60 bis 80, an der See auch über 90 Kilometer pro Stunde. Am Freitagmorgen haben wir dann im gesamten Norden wieder diesen stürmischen Wind. Und am Freitag gegen Abend zieht von Westen erneut ein Windfeld herein mit Spitzenböen von 60 bis 90 Kilometer pro Stunde. Das heißt, es wird am Freitag wieder den ganzen Tag rappeln. Und die so ein Titsch abbekommen haben, so ein Ditsch, die Bäume, die können dann noch umstürzen, zumal ja gar kein Halt mehr im Boden ist. Die Böden sind ja total aufgeweicht. Und der nächste Sturm soll, Stand der Dinge derzeit, dann in der am Silvestertag, am Abend vielmehr, dann vor allen Dingen über den Süden Deutschlands ziehen mit einem Windfeld, weil ein Tief durchzieht. Das wird jetzt die letzten Tage immer wieder berechnet. Das ist wohl sehr wahrscheinlich, dass das so kommt. Schauen wir jetzt mal auf ein Ensemble für Windehausen, da wo gerade das Hochwasser ist.
Die rote Linie ist das langjährige Mittel. Das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren ist jetzt wieder komplett vorhanden. Die weiße Linie ist das Mittel der Luftmassentemperaturen der Einzelläufe, die wir hier in bunt finden. Und der grüne, das ist der sogenannte Hauptlauf. Der wird hier oben abgebildet als Temperatur und hier unten als Niederschlag. Und die Niederschlagskarte, die wir eben gesehen haben, spiegelt sich dann hier wieder mit den Ensembles. Das heißt, der Hauptlauf ist einigermaßen gut eingebettet. Die Prognose von der Nässe her wird also einigermaßen passen. Aber schauen wir mal, was da passieren soll. Es geht jetzt mal bis zum Jahreswechsel runter mit den Temperaturen. Haupt- und Kontrolllauf gehen danach schnell wieder in eine Milderung und dann wäre es in den ersten Januartagen sehr mild. Hinten raus gehen fast alle Läufe nach unten, bis auf einer, der tanzt noch ganz oben anfangs rum. Der Hauptlauf geht sehr weit nach unten. Andere Läufe würden unten bleiben. Das wäre dann das Worst-Case-Szenario für die Hochwassergebiete, wenn das hier unten bleiben würde, weil dann wintert es ein, es friert alles fest, ohne dass das Wasser abgeflossen ist. Das Gefährliche kann dann zum Beispiel sein, wenn das so kommen würde. Viele Landstriche stehen unter Wasser. Das friert an, es bildet sich eine Eisschicht oben drauf und unten drunter verschwindet das Wasser. Wenn man dann da reinfällt oder drauf geht und bricht durch, kann man sich ganz schön schneiden, also nur rein theoretisch. Die meisten Läufe gehen aber erst hinten raus, Richtung Ende der ersten Januardekade nach unten. Und der Hauptlauf würde dann so aussehen, dass wir eine riesige Zunge an Polarluft hätten. Die ist feucht, bringt immer wieder Schneefälle. Da haben wir die große Polarluft, dann haben wir die leicht erwärmte Polarluft mit Meeresluft. Danach käme der nächste Schub, alles mit einer Nordlage gegen die Mittelgebirge und die Alpen mit wieder größeren Niederschlagsmengen, die allerdings dann nicht an die Flüsse abgegeben werden würden, weil sie als Schnee kämen. Der Vorlauf war wie gesagt trocken und nicht ganz so kalt und der Nullerlauf beispielsweise von heute früh hat eine ähnliche Lage für den 10. Januar gebracht mit einer Nordlage. Wenn das oder das so kommt, ist das exakt die Auswirkung des Polarwirbels, der ja ein, zwei, drei Wochen später das alles nach unten weitergibt, so wie wir es besprochen hätten. Ich wünsche jetzt erstmal allen einen schönen Abend und den hochwassergeplagten Menschen sehr, sehr viel Kraft und alles Gute und sag mal bis morgen.